Willkommen zurück zu Mega Man X Part 9. Wir befinden uns mitten in der Sigma Stage 3. Ich verballere gerade meine Munition. Nein, gut. Wir haben in der letzten Folge schon mal zwei Bosse von der Stage besiegt. Da kann man sich nett aufladen. Das werde ich auch gerne annehmen. So. Moment. Ich hätte gerne alles. Auch dich. Ja, egal. Fangen wir mit ihm an und müsste man noch treffen können. So. Oh gut, E-Tanks habe ich nichts. Also kann ich das auch nehmen. Für den Fall, dass ich noch Doken ansetzen kann. Hier kommt Mandrill, so wie es aussieht. Jawohl. Den kann man sehr gut mit einem Hadoken treffen. Wenn ich nicht zu schlecht bin und mich treffen lasse. Egal, gut, machen wir ihn mit der Eistechnik, die ja nicht lange dauert. So, und das geht ja wieder, das kennt man ja schon. Wirklich der einfachste Boss im gesamten Spiel. Das ist unglaublich. So. Ich muss den Hadoken üben. Unglaublich, dass ich den nie hinkriege. So, was kommt hier wohl für ein Boss? Wasser und unnötige Fischgegner, die nichts fallen lassen und einem noch nicht mal Schaden zufügen. Nur am Sprung hindern. So. Wo man sogar rausspringen kann und die sterben, ist auch cool. Okay, jetzt muss ich gucken. Ich möchte da oben die Dinger haben. Ich von da hinten mal hoch, aber ich mag sie so. Ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch unbedingt. Oh, okay, er kann sowas machen. Sehr schön. Okay. Jetzt kommt der Oktopus. Oh, ich hoffe es nicht, dass ich da einen Hadoken hinkriege. Komm. Mhm. Hätte gesessen, wenn ich getroffen hätte. Hätte gesessen, wenn er seinen Scheiß nicht gemacht hätte. Okay, wieder die alte Methode. Wie wir sie kennen. Erstmal die Arme abschneiden. Sehr schön. Und dann gehen wir mit der Schildattacke da drauf, weil dann so eine Raketen am besten. Und das ist ja eine Schwäche, sehe ich gerade. Ich verballere ohne Ende Munition wegen seinen Raketen, weil die mich nicht so toll treffen. Das ist so schlecht heute wieder. Machen wir es so. Gut. Und weiter geht's. Ich möchte immer noch eine Stelle haben, wo ich farmen kann. Obwohl für den Boss von der 1, von dieser Stage, den Endboss, bringt mir der Hadoken eh nichts. So, hier machen wir ein Schild, damit wir hier die Sachen kriegen. Ganz schnell hier durch können. Mammut. Gut, Mammut machen wir auch so. Obwohl hier ein Hadoken sehr gut käme. Ich aber nichts habe, also machen wir ihn so. Das wäre so ein Gegner, wo ich den hundertprozentig geschafft hätte. Gut, ich hab mir den auch geschafft. Und weiter geht's. Kommen ja jetzt nicht mehr viele. Gar keiner mehr. Das war der letzte. Gut, jetzt kommt der Boss von der Stage. So ein Panzer, der uns zerquetschen kann und noch so komische Energiekugeln abschießt. Ich hatte auch mal seine Schwäche raus. Was ist das?
Ja, das war's. Wovon ich natürlich jetzt voll viel habe, weil ich davon so viel Energie habe. Und ich schieße so eine Energiekugel ab. Ungefähr dahin, wo wir stehen. Nutze ich die Eiskugelwaffe, weil sie ganz gut zum Treffen ist. Die ist so verstreut. Also wenn ich mal daneben schieße, treffe ich trotzdem. Ich möchte jetzt nicht. Ich habe wieder getroffen. Und nochmal. So. Das war die letzte Sigma-Stage. Jetzt würde Sigma folgen. Ich weiß aber nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. Ich werde jetzt erstmal farmen gehen in der Sigma-Stage, weil da gibt es extra Gegner, die dafür gedacht sind, dass man sich nochmal voll auflädt. Was ich auch nutzen werde. Aber das werde ich ohne Aufnahme machen. Gut, das mache ich dann mal eben. Bis dann. So, Leute, jetzt habe ich alles aufgefüllt. Alle E-Tanks, Leben habe ich ein paar gekriegt. Das alles nur mit diesen Würmchen, die immer was fallen lassen. Für was anderes sind die gar nicht gedacht. Um sich hier nochmal schön aufzufüllen. Zweimal das Ganze hier. Oh, zu meinem Leben fallen gelassen. Wichtig ist jetzt bei dem Boss, dass jeder benötigte Hadouken sitzt. Zumindest beim ersten und zweiten. Sonst habe ich ein Problem. Willkommen, ich sehe, du hast es ganz alleine hier geschafft. Wirklich beeindruckend. Ich könnte dich zerstören, aber ich würde meinem Haustier die letzte Ehre nehmen. Er weiß, wie man mit Betrügern umzugehen hat. Solltest du dann noch leben, werde ich auf dich warten. Enttäusch mich nicht, Hex. Freut sich anscheinend schon auf uns. So, Hadouken muss sitzen. Schön. Hat gesessen. Nächste Stufe ist dann Sigma selbst. Ganz böse Stufe. Exzellente Arbeit, Ex. Ich sehe, warum Zero so auf dich Ich weiß nun, warum Zero so auf dich gezählt hat. Du bist fast so ein guter Hunter, wie ich es war. Aber die Zeit deiner Zerstörung ist gekommen. Solltest das bereuen, dich mir je widersetzt zu haben. So, der Hadouken muss sitzen. Der muss sitzen, sonst habe ich ein Problem. Sitzt. Perfekt. So. Jetzt kommt die dritte Form, die man nicht mit Hadouken besiegen kann. Ich weiß nicht, ob man es kann. Ich habe es noch nie geschafft, einen dagegen zu landen. Man muss auf diese Plattform links und rechts, was wohl Hände darstellen sollen, und ihn dann mit einem voll aufgeladenen Buster treffen. Und der höchste Stufe, das geht auch nur, wenn die Plattform ganz oben ist. Ich stürme mich jetzt einfach hier auf den Rand der Plattform. So muss ich nicht wieder von der Plattform runter. Unten auf eine neue Plattform warten, dass ich auch das auch mal manchmal jahrelang dauern kann. Ich muss nur der anderen Plattform ausweichen, wenn sie mal rüberkommt. Was manchmal sehr kompliziert ist, weil es manchmal sehr an doofe Stellen fliegt. So zum Beispiel, wo ich dann wieder zusehen muss, dass ich auf der anderen lande. Wenn die linke sich bewegt, passiert mir nichts. Aber bei der rechten muss ich jetzt aufpassen. Okay, jetzt bin ich auf die rechten gelandet. Ist ja egal. Wenn ich oben bleibe, ist mir alles recht. Jeder aufgeladene Schuss zieht leider nur einen Strich ab. Deswegen dauert dieser Boss so elend lange. Wirklich spannend ist der Kampf auch nicht. Wenn man hier auf der Kante stehen bleibt, so wie ich, und nicht mehr ausweichen muss. Aber ich tue mir den Stress nicht an, um da unten ständig auszuweichen. Ja. Er hat auch nur diese zwei Attacken da, das Feuer und diese Elektrokugel. Aber das machen die Hände, die Stromstöße und die Bewegung. Mehr kann er nicht. Sieht aber gut aus bisher. Ich habe Glück, dass die Hände sich so wenig
auf mich zu bewegen. Wo ich gesagt habe, ich wusste es. Ja, jetzt bin ich doof gesprungen. Musste aber sofort einen wieder runterkommen. Die mir gefallen sind, die nicht heute. So, da ist schon die nächste Handler. Das heißt, die nächste gleiche. Du bleibst schön da drüben. So. Ich hab ja genug V-Tanks, falls es doch mal knapp wird. Lalala. Anspruchsvoller Endboss ist nicht anspruchsvoll. Zumindest nicht, wenn man weiß, wie man ihn zu handeln hat. Das ist auch böse, wenn die dann so unter einem landen. Ich bin dafür, dass die rechte Hand sich ständig bewegt, weil dann kann ich hier in Ruhe immer aufladen und schießen. Muss auch darauf achten, dass die... Dass sie... Ach, fast auch mal hochgekommen. Schade. Oh. So. Nein, Feuer. Oh. Feuer ist auch so eine doofe Attacke, da kann man so schlecht ausweichen. Nein. Jetzt hört er mal auf. Gib mir noch einen Sack. Ich möchte, dass ein Ding runterkommt. Dankeschön. Ich werde jetzt ein E-Tank nehmen. Ja, werde ich. So. Mach deine Stromattacken. Das kannst du ohne Ende machen, wenn ich unten bin. Aber nicht Feuer. Feuer ist böse. So, jetzt noch 7 Mal treffen. Habe ich ihn geschafft. Gott sei Dank. Auf schnell abspannen. Ich weiß gar nicht, passt der Abspann noch in die Zeit rein? Ich hoffe. Ja, wird eng. Dann werde ich den Abspann eine separate Folge geben. Jetzt kommen wir auf zu schießen, das nicht da hoch. 3 Mal noch. Könntest du aufhören? Wir müssen einen Hit hängen, sonst bin ich beim nächsten Stromstoß tot, weil die ziehen so viel ab. Ich glaube 4 Striche oder so ziehen die ab. Schon unfair. 1 Mal noch. Nee, oder? Hey, das war ein Schuss nur noch. Nein, Leute, da spule ich zurück. Das sehe ich nicht ein. So. Das sehe ich wirklich nicht ein, Leute. So. Beim letzten Schuss verrecken? Nee, das sehe ich nicht ein. Und dann nochmal alles aufnehmen? Nee. Nein, das ist nicht möglich. Ich bin ein Reploid. Du kannst mich nicht zerstören. Warum, Max? Warum hast du uns das angetan? Ohne die Menschen könnten meine Reploiden-Brüder in eine neue Zeit... Punkt, 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 dramatisches Ende. Ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt. Gut, das war's schon. Den Abspann werde ich jetzt kurz cutten und ihn dann in der nächsten Folge präsentieren. Bis dann.